Wow, hier vorne ist es cool. Ja, wofür sind alle diese Knöpfe? Was macht der Rote da? Das ist ein Stimmenfilter, damit die Passagiere immer glauben, dass der Pilot ein weißer 60-jähriger Mann ist. Was? Das ist doch unmöglich. Hallo Leute, ich bin's, Cleveland. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht Captain Dale Clark aus dem Cockpit. Wir sind total hoch in der Luft. Wir haben unsere Reiseflughöhe von 12.000 Metern erreicht. Zieht euch jetzt den Film Big Mamas Haus rein. Unser Bordfilm heute ist Unter der toskanischen Sonne. Oh, den mag ich sehr. Der soll gut sein. Was ist das für ein Knopf? Autopilot? Damit fliegt das Flugzeug von selber, wenn ich eine Pause brauche. Was heißt hier eine Pause? Du musst das Ding nicht fliegen? Klar muss ich das, aber ich mache manchmal eine kurze Pause. Kurze Pause? Offensichtlich hattest du Zeit, das 10.000 Steine Lego Hogwarts zu bauen. Was ist nicht an? Es reicht, wenn du sagst, dass du es gesehen hast. Und was ist das für eine Kabine? Oh, das ist meine Zeitmaschine. Ich gehe rein, reise magisch in die Vergangenheit, komme wieder raus und wundere mich, dass wir fliegen können. Meine Güte, wir schweben, Freunde! Das ist eine Umkleidekabine mit Kostümen. Das ist eine Zeitmaschine! Was soll der Schwachsinn? Dein Job besteht also nur darin, rumzublödeln? Das ist nicht wahr! Ich hab Gandalf zerbrochen. Das ist Dumbledore! Ja, schlechter Pilot zu sein ist harte Arbeit! Ich wollte nett zu euch sein und euch einen Gratis-Tipp ermöglichen und ihr könnt nur Scheiße über meinen Job reden! Ich war Pilot bei der Navy, ihr Pfeifen! Raus aus meinem Cockpit! Blöd für ihn. Ich hab gefurzt, bevor er uns rausgeworfen hat. Oh, oh Gott!